Wie geht's? Und damit hallo und herzlich hallo, willkommen. Hallo? Zu Yu-Gi-Oh! Death Pro. Okay. Yeah. Zu Link wieder kein to the Past war das, ne? Ja, mit Link Zelda, Kobes. So, Schnitzi-Wups. Alles klar, ich bin gerade nicht im Spiel dran, das ist natürlich auch richtig geil. Ah, na, in das ist Bild, ja. Schon wieder ein Aktbilder. So, jetzt habe ich es aber. Ja. Wir sind weiterhin hier mit Zelda unterwegs. Das ist Zelda, den noch ein paar Mal hören. Bin ich einfach witzig. Das ist ein Probe. Nee, das ist Zelda, Mann. Okay. Oh, 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 Musik, Musik! Cool. Oh Gott, ich glaube, das kenne ich sogar. Tiere, die auf einmal abhauen. Ich werde auch abgehauen. Naja, WTF, er beamt sich einfach mal weg. Und ja. Tja. Kranke Gegend hier. Voll gestört, Mann. Die sind bestimmt abgehauen, weil sie mich für den durchgekommen haben. Dann hauen sie doch mal ab. Zum Glück sind es keine Rehe. Das Witzige ist, das kannst du so oft wieder machen. Sie werden immer wieder abhauen. Und schon wieder. Geil. Und die sind immer schneller als du, das ist ein bisschen gemein. Scheiße, ey. Cheater. Ja, guck mal, das sind die Packwächter, oh. Die findest du richtig so geil, wenn du die Büsche da zerschnippelst. Oder doch? Na, das ist ein bisschen langsam. Sie haben es noch nicht mitbekommen. Du kannst dich in den Büschen verstecken, kannst du ein Buschlabyrinth machen und den dann hinterher jagen lassen. Ja. Halt einfach so ein Boomerang in die Fresse, das ist so ein Arschloch. Ja, wollen sie machen. Noch mal zu Hause einen Boomerang. Ich wollte immer mal irgendeinen random Guy damit bewerfen und mal ausgucken, ob er dann gelähmt ist. Bei Sherlock hat sich einer damit selbst umgebracht. Das ist doof. Der hat ihn geworfen, in eine andere Richtung geguckt und ihn voll an den Hinterkopf bekommen. Sorry. Naja. So, okay. Genau. Sherlock wusste es in der Sekunde, nachdem er den Tatort gesehen hat. Ja. Ist ja auch logisch, ich wusste es auch. Ja. Mhm. Sein Bruder kann nur die Polizei berichten, wusste das. Ja. Das ist ja absolut offensichtlich. Wow, ne? Genau, jetzt sind wir schon wieder langsam. Der hat sich verlaufen. Hey! Oh, jetzt hast du es geschafft, jetzt hast du gleich drei am Arsch. Ja, mach lieber nochmal Reset. Oh, ich guck ja noch nach oben. Baum! Mhm, ja, dieser Baum sieht sehr so wie die anderen Bäume, nicht schlecht. Nikita? Mhm. Hattet ihr schon mal eine Beziehung mit einem Baum? Alter Colin, sowas fragt man nicht, das ist zu intim. Achso. Aber Bäume sind schon weißt, ziemlich erotisch. Weißt du, wo du gerade bist? Ja, das weiß ich sogar grob. Ja. Frage ist nur, ob ich da jetzt schon hingehe oder noch weiter forsche. Forscher dran. Sehr schön. Steffen, der Forscher. Vielleicht kann ich es jetzt. Vielleicht ist ja jetzt hell, jetzt nicht so... Du bist auch nicht der Hype. Der Regen ist getrocknet von den Steinen, ist das Wassergewicht weg. Mal kurz gucken, da auf der Seite bin ich gerade. Da lang, da lang. Wie du bei deinem Haus. Da ist ein Schatz versteckt. Ja. Wo? Ja, wo, voll die Riesenmatte draußen. Oh mein Gott. Sie fangen ja schon wieder an zu schwitzen, Mr. Krabs. Nee, Mr. Krabs, da kannst du verschwitzen. Auf geht's, Schwitze. Ich, die Folge würde ich auch wiedersehen, die Piratenfolge war echt geil. Ja. Arr, ich bin Pirat. Genau. Arr, ich bin kein Pirat. Das war zwar das mit dem Papier die Folge, aber trotzdem nicht schlecht. Ja, ich weiß, aber das passt einfach zu mir. Ich bin Lindbad, der Pirat. Hey, sehen Sie, Mr. Crest, ich bin Pirat Holzfrei. Ich bin Lindbad, der Pirat. Au. Scheiße. Also, ich sehe, dass Mr. Crest Hustenstein laufen lässt. Oh, mein früher Bordermann. Ach ja. Wo sie beim fliegenden Holländer auf dem Schiff arbeiten mussten. Alter, mal, das ist auch geil. Wie kommen sie nur dazu, Öllappen neben der Harzholztäfelung zu tun? Na, wer möchte noch von euch einen Reißverschluss, der verdammt ist? Oh, keiner von uns, wir wissen, wo wir gehört. Oh, nö, ey. Und jetzt werden wir wieder von dem Herzklang erfüllt, ja. Das ist halt aha, Stich, Stich. Mhm. Stich, Stich, Zucht. Stich. Was ist hier für ein Sadomaso-Tempel? Ja, gut. Das wird so vielleicht gar nicht so gut. Anale Thai-Massagen. Von ihm. Und die Musik, Mann. You look like you might have an interest destiny, might tell you a few. Ja, dann schickst du erst die Arschmassage. I make it cheap. Oh Gott. Oh, Coast Pocos, you will find the elders. Oh shit,
Schrauschrauschrauschla, ich konnte den Namen nicht aussprechen. I will take 10 Ruins. You will be happy. Was, der hat mir einfach And you get fresh energy. Yeah. Die Arschmassage hat's gebracht. Ich finde den Typen geil. Das ist so einer meiner Lieblingscharacters aus ganz Past, ey. Ey, da war ein grünes Krabi. Oh ja. Ein shiny Krabi. Ja, schnapp sie dir alle, ne? Oh, schon ausgewiesen. Boah, alles kommt hier auf einmal, Mann. Du bist einfach nicht vorgelassen. Stress ohne Ende. Das mal wieder ein anspruchsvoller Tag für unseren Co-Best. Hm. Gehen wir eine Runde schwimmen. Oh, okay. Man kann nicht schwimmen. Tja. Also wie in GTA hier. Oder in Mario. In älteren Teilen. Oh. May I help you select a thing? Oh, ja. Sehr. Was bringt das da? Das da? Tja, kann das hast du dir schon gekauft. Und da hat er dir erklärt, was es bringt. Oh, okay. Hat Steffen? Ja, das da? Nee. Da hatte der kleine Freund seinen Erstauftritt. Da hat auch seine coole Lahn-Musik gehabt. Oh Mann, ich weiß es nicht mehr. Erzähl mal. Da steht live Medikin. Alles klar. Medikin, ja. Medicine. Es ist also dasselbe. Ich hab's schon nicht. Ich wollte es schon so aussprechen. Medicine, Medizin. Und die Lisa Worms. Do you know? May I help you? Yeah. Ja. Ich will den Nikolas als nächstes. Nikolas? Boah, da brauche ich auch den passenden. Ich kann hier einfach so einen Random Guy als Nikolas suchen. Naja, Nikolas war auch nur ein Random Guy. Scheiße, ja, er war der Geilste. Er kam öfter vor, also ja, okay. Da hat er ja schon netter. Das wusste ich am Anfang aber nicht. Ja, aber es war Schicksal. Aber du war ein alter Mann. Es war egal, es war Schicksal, Mann. Gegner? Wow, Arschloch. Ja, und die ist auch ziemlich heftig drauf, du. Oder ja, das sieht nicht so viel aus, das ist halt eine Krabbe. Ja, das wird zu erwarten. Ein Krabhammer. Ein Dingerstein. Soll ich da runterspringen? Ich hätte es ausgetestet. Ich nicht. Dann kommst du nämlich tief genug und dann findest du einen Schatz. Ah, nein. Wenn dein Schatz im Meeresgrund ist, dann findest du ihn vielleicht dadurch. Ja. Wow! Zum ersten Mal kam das Spiel zum Einsatz. Naja, jetzt ehrlich. Und der Boomerang kann auch Pfeile abwenden. Ja, er ist wirklich ein Allzweckgerät. Link allein gegen drei. Und er haut sie zu drei. Verdammt. Huh. Not bad. Ich brauch diese Zipfelmütze. Oh ja. Ja, fast. Alles klar. Achso, wenn ich gerade schon mal dabei bin, Safe State. Ja, kann die schaden. Oh. Oho. Ist jetzt ins Knüppeldick gekommen. Ja, ist noch ganz der Rubin-Wahnsinn. Ja. Überall Rubine. Das sind immer noch Smaragde. Aber okay. Nee, das sind Rubine. Hast in der Welt sind das Rubine, alles sind Rubine. Das sind grüne Rubine. Genau. Das Markte kennt ihr nicht. Alles klar, dann geht's nicht weiter. Und da ist wieder dein kleiner Freund. Jetzt killt er dich. Ja, gut möglich. Naja, das hat nicht so heftig. Aber fast. Ne, nix ist sicherer als eine gerade Fläche. Okay, er ist aber auch ziemlich mächtig. Mhm, er ist voll drauf. So, kurz gucken. Mhm. Ja, Escape, so. Ich bin sicher. Okay, bei dem Baum hoch. Genau. Ich bin gewillt nachzugucken, was hier drin ist. Ah, macht Sinn. Und, hey, eine riesig große Fee. Every source you want, comfort your weakness, close your eyes and breathe. Die will er nicht. Wollt's einfach wie die Musiker machen. Ja, du wurdest geheilt, klasse. Und die Bitch ist ja mal wieder dran. Kannst ja einen drauf lassen. Das ist gut. Naja, wie wird man geheilt? Also, naja, Schwester Joy. Schließt deine Augen? Ja. Genau. Das hatten wir ja schon oft genug. Nicht in dem Spiel. Okay, also bei der nächsten Spiel weiß ich Bescheid. Boah, als hätte ich's mein nicht gewusst. Das wusste ich von Evoland. Ah. Da gab's aber auch diese Figuren, die lebendig wurden oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Was war nochmal Evoland? Das Spiel, das eine Evolution nach einer anderen durchgeführt hat. Alpaka Evolution? Genau. Ah, nee, jetzt hab ich's, das haben wir doch, ja, das haben wir ja sogar mal, das war ja dieses Dings, genau. Wo alles drin war. Okay, ja.
das war auch gut. Das war auch witzig. Ne? Da konntest ja, das war gut. Auch nicht was machen, ne? Und gut gemacht. Ja, stimmt, das war ja so, wenn du nach Hause gehörst. Ja, klar. Gut. Boah, danke schon mehr. Oh, die halten schon ein bisschen mehr aus. Ja. Gelebt ist gelebt. Da sagt, kennt der Boomer und keine Gnade. Oh, du kommst nicht durch. Oh, jetzt plötzlich schon. Ja, scheiße. Oder du springst einfach runter, ne? Also. Ne, ich kill die Gewehr. Krieg ich nochmal einen Rubin. Smaragd. Ein Rubin. Ja, dann kommt der Geist. Und der sagt, ich nehme dir mal was weg von deiner Energie. Ja, ich habe dafür wieder einen Smaragden bekommen. Rubin. Smaragden. Hoffe, du das Audi geknechtet der nächsten Tage. Ah, bist du. Das ist erstens sogar. Also das vorige war ja alles nur so Einstieg. Jetzt kommt der eigentlich so der richtige Palast erst. Boah, bam. Man kann ja noch die Treppe hochtreffen. Ja. Alles weg. Ja, der Boomerang ist heftig. Ja, der muss doch noch durch. Ja, der geht gerade ein bisschen ab. Der hat gerade gezwirbelt. Boah, hast du das gesehen, ja? Okay, cool. Du hast mit dem Boomerang gerade eine von den Kugeln zerstört. Offenbar. Kranker Scheiße, ey. Das ist alles echt geil. Okay. Nichts geht über einen Boomerang. Okay, ein Schwert vielleicht. Wow. Das ist natürlich toll. Gut, eine Sackgasse mehr. Hm. Ja, du konntest runterspringen. Ja, und dann hätte er den ganzen Weg nochmal machen können. Wäre eine Option. Nennen wir das mal Plan B. Ja, okay. Plan B wie B, ne? Geht immer schief. Was ist Plan A? Den gibt's nicht. Ja. Ah, die also erste musst du unterschreiben. Sache, die jemand macht. Weißt du genau. Double Kill. Schön. So, ich glaube, das ist jetzt genau die falsche Seite, aber ich guck da trotzdem einmal durch. Rein. Ja, kann nicht schaden. Wer weiß, was da drin ist. Und hallo. Ja. Ich mache mit Ankündigung. Das ist ein Big Eye. Nein, das ist ein Bär. Früher dachte ich immer, das wäre ein Bär. Man beachte, nicht weggehen. Ich gehe mal weg. Die Schnauze und das da oben ist so quasi, das sind so die Öhrchen. Ein und das, Pedobär. Das Ding soll so seine Augen sein. Aber wie ja, Tentakelwesen wurde da ein bisschen gerade verstört, als ich dann erkannt habe, oh, das ist ja ein Zyklop, aber so sind es immer die Bären gewesen. Die Bärenstatue. Okay, nennen wir es einfach mal Bär. Alles klar, hier geht's nicht weiter. Ja, schön trollig, ne? Ein bisschen, ja. Vor allem, dass die Tür mal auf und zu geht. Er wagt sich hinein. Ja, und hier sind kleine Freunde, die Tentakel nicht sein. Ja, schön nett, schön gezeigt. Bob. Ein merkwürdiges Geräusch und Kugel. Ja. Schade. ja, genau. Doch, eine muss einfach kommen. Eine muss kommen, dann werden wir das mal ein bisschen nervös. Ja, die Dicke kann nicht schaden. Aber einfach Stil. Und noch mehr Bärenstatuen. Das ist der Bärentempel. Ja, ganz klar. Kann man von hier oben? Ich glaube, das Skelett ist sauer. Ja. Na, ich wäre auch sauer, wenn man einfach Krüge auf mich werfen würde. Das ist schon ein bisschen assig. Tja. Okay, die sind immun, macht auch Sinn. Haben ja nichts zum Betäuben. Ja. Das ist ein guter Gedankengang. Was macht ein Skelett, wenn du ihm einfach einen Knochen rausnimmst? Ja, dann bricht es höchstwahrscheinlich zusammen, sei denn du nimmst jetzt nicht so einen heftigen Knochen. Den Arschknochen. Oh Gott, einige meiner Hater. Ich geh mal. Eine Truhe. Tja. Schönes Ding. Das ist eine Truhe, die du nicht mehr erreichen wirst. Das war gut. Und okay, das ist assig, dass sie da rumhängen. Das ist mal fies von denen. Ja, ist ein bisschen trollig, ne? Und das ist wieder unser Freund. Nicht runterspringen? Ja. Kompass! Nein, da auf die Karte! Ah. You got the map, you can use it to see your current position. Was willst du mehr, ey? Ich finde die Map ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen, aber das ist wohl mein Empfinden. Die Map ist wunderschön. Die Map, übersichtlicher geht's nicht.
Was war denn sonst von der Karte? Ja, ich weiß sofort, was Sache ist. Na gut. Du wirst sterben. Ja. Na, diesmal waren sie jetzt nicht am, waren sie nicht direkt bei der Tür. Dachten sich so, oh, wir waren mal hier lang. Hui, hui, ne? Die, bei denen weiß man wenigstens Bescheid, wo sie immer lang gehen wollen. Also bei den Ratten da, hab ich glaube, das ist so. Die sind ein bisschen random. Na. Haha, er denkt sich am Arsch. An deinem Arsch. Oh, auf dem Skelett, ey. Das muss wehtun. Oh, ziemlich knochig. Ja. Yeah. Auf jeden Fall ist das Ding dann niemals schlaff. Nö, das nicht. Scheiß drauf. Oh. Ganz viele Knochen. Und kleine Freunde, die auf einmal getelet werden. Cool, ein Herz. Ja. Kann ich schon. Ja, jetzt sind sie natürlich ein bisschen geiziger. Ja, genau 4 Krüge, ne? Also, du warst für 5 Krüge, das ist noch viel besser. Ich hab so Bock wieder das zu spielen, ne? Oder zu Hause, ne? Und ich muss auch Otoshi, genau, ich spiele Sora, schaue ich zu Ende, noch 2 Folgen. Und ich glaube, dann schließe ich mal das Teil an. Das ist im einen Ritt, müsste ich es durchspielen. Ja gut, außer ich sehe jetzt, das Ding ist, dass auf der Konsole sieht es noch Speichern und Ende als verlorenes Leben an. Das ist ein bisschen nassig, aber okay. Kann ja dann einfach sagen, am Arsch. Dann einmal im Eingang und einmal durchmachen. Ohne Elixier. Okay, was hatte der da gerade gesagt? Pinpoint? Du hast einen Kompass. So, ah, okay. Jetzt weißt du die Boss-Position. Oh, und auch Shed und Treasures und anderer Scheiß wird dir angezeigt. Oh, cool. Wie erkenne ich Treasures an dem goldenen Muster da, denkst du hier, ne? Ich muss Gott. Ja, ich sehe schon, wo die... Mach doch mal die Karte. Direkt rechts der Raum neben mir, oder? Ja. Na dann. Go best, it is I. Sahasrala. Ja, telepathisch. Den hidden in the pants to defeat irgendwas. Armored. Genau, Armored Guy. Oh yeah. Die Armored sind super. Medium. Auch Medium. Kann ich überhaupt nicht bewegen? Anscheinend nicht. Versuchen wir den anderen. Lass doch nicht ausprobieren, muss man dir auch sagen. Voll verarschen. Ja. Das ist nur um von unten nach oben zu kommen. Oh. Tja. Das war schon mehr Sinn, ne? Oh, ein lustiger, schlafender Kerl. Schön. Und du hast was Neues bekommen. Pfeile, obwohl ich noch keinen Bogen habe. Oh, das ist kein Feind. Das ist ein Feind. Der ist gut drauf, ne? Oh, steinhart, der Zyklop. Das ist ganz witzig. Auch schön lass ich dann. Verschlossen. Das wird noch besser passen, ne? Bam! Schick! Und wieder. Gut. Oh, ausprobieren wollte ich es mal. Ja. So, hier oben geht's sicher zum Boss. It's locked! Alles klar. Das heißt, hier ist derzeit nichts. Dann schau ich da mal, wo man dort hier ist. Vielleicht will ich da noch was. Deswegen muss ich hier, glaube ich, sogar wirklich sagen, ich habe den Kompass immer nur für Bossposition. Ich habe, glaube ich, nie erkannt, dass da dieses Goldene für die Dinger sind. Die habe ich mal alle selber gefunden. Und dann wusste ich es eh auswendig. Aber ich habe, glaube ich, das Symbol habe ich dann nie dafür noch gedacht. Muss ich dann nochmal sehen, nee, die haben nochmal was anderes. Ich glaube, die Dinger wollen dich ordentlich. Ja. Aber ich wollte noch den roten haben. Ja. Und dunkel es ist. Den roten Rubin. Hey, Wichser. Oh, ist ja großzügig bemessen hier mit dem Herzen. Hey! Bam, wie ich den weggebomst habe. Was ist das denn? Hey! Ja, wie der dich gerade gebomst hat. Ja, das habe ich gesehen. Oh. Wo? Ich sehe das noch nicht. Schau an, guck. Wie ist denn noch ein Kopf versteckt? Schau erstmal, an, guck. Ob du jetzt so dachtest, oh, die falschen Ton geht mal wieder raus. Das wäre dann natürlich dann irgendwie Game, weil dann wärst du, glaube ich, echt nicht mehr weitergekommen. Ja. Aber man guckt ja dann alles nach. Steffen macht immer gerne alles kaputt. Ja, doch, ja, ich hier.
Wow, oh. Ja, die waren jetzt nicht aggressiv, du. Oh, da wollte ich eigentlich nicht rein. Sie sind wenigstens noch so nett und teilen sich nicht auf, das wäre dann ein bisschen frech. Ja, oder in zwei verschiedene Richtungen. Das Aufteilen, weißt du? Ach so, ja. Ah. Tada! Nein, weiß ich nicht, aber egal. Wow. Lustige Tentakelis und so ein irrer kleiner Feuerkranz. Tada! Das war gut. Das ist gleich der nervigsten von allen weggehauen. Na gut, die Feuerkranz sind so nerviger. Haha, der ist voll auf seinen Arsch gefallen. Sieht voll bescheuert aus. Oh. Ey. Hey! Ah, der ist drauf. Schlampe! Gut erkannt. Da fehlt mir der Schwanz. You got the real key. This is a master key of the dungeon. It can open many locks that smell keys. Cannot... Small! Smell! WTF! Habe ich dann eh gelesen. Naja. Small, kann ich damit jetzt alle öffnen, oder? Wow, also die Big Boss Tür scheint auf jeden Fall zu wirken. Funktioniert. Ja. Wow, und die Trolling Scheiße ist noch, muss er die Bombe. Die sind aber ultra. Oh ja. Und diese Decke zu klob da. Wow, der ist dick. Und er sagt sich, nee, noch mach ich meine Äugler nicht auf. Oh, jetzt aber. Er hat die Truhe schon gesehen, ohne hinzusehen. Ja. Schicht, ne? Oh ja, genau so was will ich sehen. Mein armer Freund, der Skelett-Heino. Ja. Du hast ihn gekillt. Oh, cool. Ja. Das hat er auch Stil. Hallo. Ja, das macht es natürlich auch ganz witzig. Das war ein Mistiming. Ja, aber richtig, ey. Und das war, naja. Ach, leck mich doch am Arsch. Das hat er mit seinen Telekinese-Kräften gemacht, das kann auch nur der eine da. Hey, you found the bow, you can shoot arrows until you... I'm out, you out. Das eine Wort hat nicht gelesen. Ja, und die denken sich natürlich jetzt, du hast den Bogen bekommen, jetzt machen wir dich platt, Mann. Mit den fliegenden Ultraköpfen, ey. Die, ja, sollen jetzt weg sein. Also ich bin gerade am überlegen, gab es da noch irgendein Tor? Ich glaube einen, nee. Danach kam ja direkt der Raum, nee, gab keinen mehr. Oh, Tentakel-Action. Schon pervers. Du wirst sterben. Ja, das ist wahrscheinlich. Also wenn das so ist... Wenn das so ist, dann wirst du gleich da... Dann beende ich hier erstmal die Folge. Ich und du wirst gleich am Anfang der nächsten sterben. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich den auch so einfach... egal. Alles um meinen Rush, weil hier ist nichts mehr, Palm. ich beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.